herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott sagt in seinem Wort zu dir persönlich Folgendes. Psalm 91, Vers 14 bis 16. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Ist das nicht ein wunderbares Versprechen? Er liebt dich, er rettet dich, er schützt dich, er befreit dich und dann bei mir findet er Hilfe. Ist das nicht wunderbar? Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute ein wunderbares Thema. Du bist nicht geschaffen für den Hafen. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de im Chat. Und heute ist das Telefon ausnahmsweise nicht besetzt. Du bist nicht geschaffen für den Hafen. Ja, das hat eine Geschichte, die steht auch in meinem Buch Bleib auf Kurs. Und diese Geschichte war nach einem Segelturn, nach einem Tag sehr stürmischer See. Waren wir froh, dass wir im Hafen waren. Wir haben das große Schiff angebunden mit dicken Tauen, nicht solche wie die, richtige dicke Taue. Und an vier Stellen und das Boot hat nur geächtzt, gequietscht und der Mast ist hin und her und es war einfach stürmisch, auch im Hafen, aber im Hafen hatte man Sicherheit durch die vier Taue. Und ich habe mir nachts überlegt, wie könnte man das verbessern technisch in der Zukunft, dass man im Hafen doch Ruhe hat, wenn draußen Sturm ist. Und da hat mir wirklich Gott etwas gezeigt, etwas Besseres belehrt. Und zwar, wir sind nicht geschaffen für den Hafen. Es ist richtig, dass wir manchmal Ruhe brauchen, dass wir manchmal zum Auftanken den Hafen brauchen, aber so ein Schiff mit all dem Komfort, die manche Schiffe haben, sind nicht geschaffen für den Hafen. Wir wurden bewundert, das war ein Charterboot, wir wurden bewundert, ach, ist das schön, ach, seid ihr nette Leute und alle so Leidensgenossen, die nicht raus konnten wegen dem Sturm. Und da hat mir Gott gezeigt, das ist wie ein Museum. Wenn man immer im Hafen bleibt, dann wird man bewundert, ist das schön, ach, ist das alt, ach, wie war das früher doch so schön und wie war doch das und jenes. Aber es hat außer Museum keinen Nutzen und man kommt kein Meter weiter ans Ziel. Man bleibt immer auf der Stelle und schwankt und mal hin, mal her, mal mehr, mal weniger. Und so ist es auch in unserem christlichen Glauben. Wenn wir uns nicht wagen, wieder raus aufs offene Meer, wirklich dem Wind zu trotzen und den Wind zu gebrauchen, das kommt demnächst auch dran, der Wind. Ja, dass wir wirklich, wirklich wieder rausgehen und weitergehen. Gott geht mit uns. Wir sollen ein Ziel erreichen und nicht unser ganzes Leben irgendwo in einem Hafen umherdümpeln und einfach sagen, Herr, ich warte, bis du wiederkommst. Danke, Herr. Danke, Herr. Für jeden, der vielleicht schon Jahre im Hafen ist und sagt, ja, es schaukelt, es ist unbequem, aber so einigermaßen geht's. Also was Großes nehme ich mir gar nicht mehr vor. Ich habe so alles einigermaßen im Griff. Herr, schenke jedem Mut, Neues zu beginnen, raus zu gehen, raus aufs Meer, Herr, Neues zu erleben, frischen Wind und auch den Wind richtig zu gebrauchen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, du hast uns nicht wegen Religion auf diese Erde geschaffen, sondern dass wir ein Ziel erreichen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wir beten auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Und das möchten wir heute auch wieder tun. Unter anderem schreiben uns viele Menschen, die unter Einsamkeit leiden, die Trauer haben, die Wut haben zum Teil, die Angst vor der Zukunft haben und viele, viele andere Anliegen aus den ganz verschiedensten Bereichen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jeden einzelnen dieser Menschen kennst, die
die uns geschrieben haben, aber sich an dich gewandt haben dadurch. Und wir danken dir, dass wir dir das jetzt alles bringen dürfen. Jede einzelne Not, jeden einzelnen Kummer und jede einzelnen Menschen, der geschrieben hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du für jede Not eine Lösung hast, dass du diesen Menschen begegnest, die in Trauer sind, dass du den Menschen begegnest, die in Angst sind oder die einsam sind, die in Depressionen sind oder die krank sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch für alle eine Lösung hast, die in Streit leben oder die in Unvergebenheit leben. Und ich danke dir, dass du diesen Menschen begegnest, dass sie wirklich auch sehen und erkennen, wer du bist und was du zu tun vermagst. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der jeden Einzelnen liebt und der jedem Einzelnen ganz nahe ist. Und ich danke dir, dass du wirklich diese Menschen alle berührst und ihnen begegnest. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und weitere Gebetsanliegen erreichten uns wegen Blasenbeschwerden. Und eine Frau schreibt: Gebet wegen Blasenentzündung, habe bereits eine Antibiotikatherapie hinter mir und erneut Symptome. Bitte betet auch gegen Östrogenmangel. Und ein Mann schreibt: Liebe Brüder und Schwestern in Karlsruhe, bitte betet für meine Bekannte und Freundin, damit sie von ihrer Harnwegsinfektion geheilt wird. Danke, Herr Jesus. Und Jesus, danke, dass du diese Menschen kennst, die damit zu tun haben, mit ihrer Blase und den Harnwegsinfekten oder auch die Niere, die damit zusammenhängt. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen berührst und dass du jedem begegnest und auch diese Krankheiten heilst. Danke, Jesus, dass jede Blasenentzündung ein Ende hat, jeder Harnwegsinfekt ein Ende hat, jede Nierenkrankheit wieder heil ist in deinen Wunden. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über diese Krankheiten und auch über den Östrogenmangel. Danke, Jesus, dass du auch diese Hormone wieder in Ordnung bringst, in deine göttliche Schöpfungsordnung diese Menschen wieder herstellst, so wie du sie geschaffen hast. Danke, Jesus. Amen. Wenn du Sorgen oder Nöte hast, darfst du uns gerne schreiben. Das Telefon ist heute ausnahmsweise nicht besetzt. Mehrere Gebetsanliegen gingen ein um Heilung von Gürtelrose. Ja, dafür wollen wir jetzt beten. Danke, Herr, dass du auch diesen Virus, Herr, besiegt hast und diese Schmerzen und die ganze Krankheit, Herr, dass sie weichen muss in Jesu Namen. Herr, all die sich jetzt eins machen, sagen, ja, genau das habe ich. Danke, Herr, dass sie verschwindet, Herr. Herr, ich danke dir, dass heute der Wendepunkt ist. Herr, danke, Herr, für Heilung dieser Krankheit. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns auf WhatsApp Folgendes: Liebe Geschwister, meine Beinschmerzen sind nachts immer noch so schlimm, dass ich kaum schlafen kann. Ich nehme schon 2 Schmerztabletten, um wenigstens ein paar Stunden zu schlafen. Bitte betet weiter für mich. Ich bin euch so dankbar. Herzliche Grüße. Ja, da gibt es auch viele Menschen, die ihr ganzes Leben Beinschmerzen haben. Und da beten wir jetzt dafür. Danke, Herr, dass du jetzt genau diesen Menschen ganz nahe bist. Herr, die kaum noch Hoffnung haben, dass sich was ändert, aber Herr, in dir ist immer Hoffnung, in dir ist Heilung. Und ich danke dir dafür, Herr, dass die Schmerzen verschwinden, dass Ruhe und Frieden in diese Beine hineinkommen, Herr, dass diese Beine funktionieren, wie sie geschaffen sind und für das, was sie geschaffen sind. Ich danke dir dafür, für komplette Berührung. Amen. Amen. Wunderbare Zeugnisse gingen wieder bei uns ein. Gott greift ein. Freude über deutlich verbesserte Werte. Liebes Team vom Missionswerk, vor einigen Wochen bat ich um Gebetsunterstützung für unseren lieben Vater, der an Parkinson und Prostatakrebs erkrankt ist. Mit großer Freude kann ich berichten, dass bei der letzten Untersuchung vor einer Woche festgestellt wurde, dass die Werte des Prostatakrebses sich deutlich verbessert haben. Auch mit der Parkinson ist es zurzeit etwas besser und er bekam neuen Mut. Vielen Dank an euch für eure Gebete und unserem Gott. Ihm gebührt alle Ehre. Er lässt uns nicht im Stich. Viele Grüße nach Karlsruhe. Ja, das ist wahr. Er lässt uns nicht im Stich.
kann wieder laufen, schreibt diese Frau. Hallo ihr Lieben, in der Gebetsnacht habt ihr für meinen linken verstauchten Fuß gebetet und in Kürze konnte ich wieder laufen. Halleluja. Gottes Führung auch in der Ausbildung. Im Oktober 2020 schickte ich ein Gebetsanliegen für unseren Sohn, der sich in seiner frisch begonnenen Lehre nicht wohl fühlte. Anfang November löste er das Lehrverhältnis auf und konnte ohne Unterbrechung in einer Firma in unserer Nähe eine andere Lehre beginnen, die ihm Freude macht. Er ist bereits fest eingestellt. Danke Ihnen für Ihre Gebete und Ihren wunderbaren Dienst. Danke Gott für seine Führung. Genesung von doppelter Lungenentzündung. Voller Dankbarkeit darf ich euch mitteilen, dass mein Onkel völlig genesen nach einer doppelseitigen Lungenentzündung nach nur 11 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er fühlt sich kräftig, trotz der vielen Infusionen. Ich möchte euch sehr herzlich für eure Fürbitte danken. Am meisten aber danken wir unserem Herrn für sein so sichtbares Eingreifen. Ja, es ist wunderbar, wie Gott immer wieder eingreift in verschiedensten Richtungen. Ja, doppelte, dreifache, vierfache oder was auch, Lungenentzündung und dann nach so ein paar Tagen kann man schon wieder aus dem Krankenhaus raus. Es ist einfach wunderbar, was Gott tut. Wir dürfen ganz kindlich glauben und Gott erhört Gebet. Hast auch du eine Gebetserhörung erlebt? Lass es uns wissen. Schreib uns, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, heute der Tipp. Ist dein Glaube ein Museum oder bist du unterwegs auf dem Meer und hast so frischen Wind, vielleicht auch Herausforderungen? Ja, es ist nicht gut, wenn wir ein Museum sind. Es ist nicht gut, wenn wir ein religiöses Museum sind und von all diesen vergangenen Geschichten, die wir erlebt haben, erzählen. Selbst wenn wir immer wieder von Wunder erzählen, die lange, lange zurückleben, liegen, dann ist es doch ein Museum. Es war einmal. Gott möchte mit uns weitergehen. Entscheide dich. Entscheide dich, raus aufs Meer zu gehen. Sende uns deine Anliegen. Das Telefon ist heute ausnahmsweise nicht besetzt. Ja, aber was möglich ist, wieder am Sonntag sind wir wieder für dich da um 10 Uhr. Im Gottesdienst live, also vor Ort oder in YouTube oder im Stream. Sei einfach mit dabei. Und wenn du die ganze Hafengeschichte ganz lesen möchtest, schau in dieses Buch, bleib auf Kurs. Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch Bleib auf Kurs geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de oder unter 0800 240 44 70. Ja, wir freuen uns auf dich, wenn wir uns wiedersehen und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Alles Gute, der Herr mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.